Yo, Raff macht in 10 Stunden 420.000 Euro. Ich denke mal, nach der Promo-Aktion, nach der Verkündigung des Album-Releases, hat er höchstwahrscheinlich so viele Boxen verkauft. Und das wird hiermit gemeint von Rapcheck. Wir gönnen uns mal kurz das Gestern Video. war es soweit, der Und dann schauen wir mal. Rapper Raff Camora hat kurzerhand alles in Wien auf den Kopf gestellt. Für sein letztes Album hat er sich was Also, ganz. das ging richtig ab dort. Also, Respekt, richtig geile Aktion. Habe ich übertrieben gefeiert. Großes überlegt. Er wollte in der Stadt Wien bekannt geben, wann sein letztes Album erscheint. Dafür ist er durch die Straßen gefahren und hat Alben verteilt und Shirts. Später war auf der Wand eines Hotels das Datum zu lesen, wann sein Album erscheint. Diese Aktion hat ihn 100.000 Euro gekostet, aber kein Ding für den Rapper, denn in derselben Nacht hat er über 420.000 Euro gemacht. Allein. Ja gut, 420.000 Euro durch Boxkäufe. Wenn man das jetzt hochrechnet, was kostet eine Box? 49 Euro oder so. Dann wären das, weiß ich, 9.000 Boxen oder so circa. Das ist halt nicht der Ertrag, der am Ende halt überbleibt von der ganzen, von dem ganzen Umsatz. Ja, wenn ihr 420.000 macht, die Materialkosten, sprich die Box, die ganzen Herstellungskosten und so, Steuern, dies, das. Ich weiß nicht, was von der Box überbleibt, 5 oder 10 Euro oder so. Und dann könnt ihr euch das ausrechnen. Aber trotzdem krass. Durch die bestellten Boxen. Bitte beachtet, von der Summe wird noch einiges abgezogen. Am Ende bleibt trotzdem eine ordentliche Summe übrig. Es ist Ja, das auf jeden Fall. Also, da bleibt schon was über für die. übrigens nur eine Zahl nach 10 Stunden Bestellungen. Also, da kommt noch einiges hinzu. Wer das Album von Raff Camora bestellen möchte, findet es natürlich in der Beschreibung. Da habe ich euch alle Größen verlinkt. Klickt drauf und supportet den Rapper. Morgen Deutschland, guten Morgen Wien. Es war unglaublich. Richtig geil, das war in der Zeitung und so und auch in den Nachrichten. So Raff Camora-Fans leben den Verkehr lahm und so, übel witzig. Für die, die unsere Stories nicht verfolgt haben, das hier war der Start von Zenith. Zenith ist offiziell jetzt zum Vorbestellen. Das Datum wurde gestern bekannt gegeben, hier auf dem Sofitel. Das war wirklich abnormal. Opa, die Aktion kostete 100.000 Euro, stimmt. So Leute, das war's mit dem Video Krass. über Raff Camora. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne meine Seite abonnieren und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Findet ihr es krass, was ein Rapper durch die Boxen verdienen kann? Und was würdet ihr mit 400.000 Euro machen? Schreibt eure Antwort. Ja gut, im Endeffekt, ich sag mal so, Konzerte, okay? Konzerte und Boxen ist mehr oder weniger nicht Promo, aber das ist für die Fans so. Mit den Konzerten liefert man ihnen einen geilen Auftritt. Mit den Boxen, da habt ihr was in der Hand. Okay, ein T-Shirt oder so ist dabei, dann habt ihr die CD. Aber das wirkliche Geld, das kommt durch Spotify, das kommt von den Streams. Das ist ganz klar. Ich meine, was weiß ich, die stellen 80.000 Boxen her und verkaufen die. Natürlich bleibt da was über, eine gute Summe, aber ist jetzt nicht so, dass man reich davon wird, von einem Album. Und von krassen Streaming-Zahlen kann man schon reich werden.